Hallo und herzlich willkommen zur Erklärung des Konzepttests 23 zu dem Thema Entropie und der zweite Aufsatz der Thermodynamik. Folgenden werden wir uns mit der Frage beschäftigen, bei welchem dieser Prozesse nimmt die Entropie des Systems nicht zu? Da haben wir dann folgende Antwortmöglichkeiten. A. Zwei ideale Gase werden gemischt. B. Ein ideales Gas wird reversibel isotherm expandiert. C. Ein ideales Gas wird reversibel adiabatisch expandiert. Oder D. Eine Flüssigkeit verdunstet teilweise zu einem Gas. Um diese Frage zu klären, müssen wir uns mit den theoretischen Grundlagen beschäftigen. Zum einen Grundbegriffe. Hier in dem Fall wäre das nur die Entropie. Die wird auch mit S bezeichnet. Das ist eine Zustandsfunktion. Sie beschreibt die Unordnung des Systems. Das bedeutet, eine große Entropie ist gleich eine große Unordnung. Es ist auch ein Maß für die Spontanität einer Reaktion. Spontane Vorgänge sind eine Folge des Strebens der Welt nach größerer Unordnung. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Gesamtentropie der Welt stetig steigt. Die Änderung der Entropie kann wie folgt berechnet werden. Entweder man zeigt die Änderung der Wärme durch die Temperatur oder man zieht die Entropie der Reaktanten von der Entropie der Produkte ab. Nun beschäftigen wir uns mit der Entropie im System während einer Reaktion. Bei irreversiblen Prozessen ist es so, dass die stets freiwillig ablaufen und deswegen nimmt die Entropie automatisch zu. Bei reversiblen Prozessen ist es ein bisschen anders. Die laufen in genau ausbalancierten Abfolgen von Teilschritten ab. In jedem Teilschritt ist das System im Gleichgewicht mit der Umgebung. Bedeutet nichts anderes, als dass die Gesamtänderung der Entropie gleich Null ist, aber es kann dennoch sein, dass die Entropie im System steigt, wenn die Entropie in der Umgebung im gleichen Maß abnimmt. Die Entropie nimmt generell zu aufgrund folgender Faktoren. Zum einen, wenn die Temperatur steigt oder wenn das Volumen zunimmt oder ganz allgemein, wenn die Änderung der Wärme durch die Temperatur positiv ist. Nun kommen wir zur Überprüfung der Antworten. Antwort A. Zwei ideale Gase werden gemischt. Hier ist es so, dass das Volumen zunimmt, deswegen nimmt auch die Entropie zu. Es ist irreversibel, noch ein Grund dafür, dass die Entropie zunimmt. Und die Entropie in der Umgebung bleibt konstant. Das bedeutet also, dass die Entropie im System größer wird. Hierzu dann mal ein Beispiel. In Zustand 1 sehen wir, dass die beiden Gase ihr eigenes Volumen haben, voneinander getrennt sind. Und wenn sie dann in Zustand 2 überführt werden, sind die Gase gemischt, es herrscht eine größere Unordnung und die beiden Gase teilen sich ein größeres Volumen. Kommen wir nun zur Überprüfung von Antwort B. Ein ideales Gas wird reversibel isotherm expandiert. Hier ist es so, dass es ein reversibler Prozess ist. Das bedeutet, dass die gesamte Entropie ja konstant ist. Aber in dem System wird Wärme aufgenommen und es vergrößert sich das Volumen. Das heißt wiederum, dass die Entropie im System zunimmt und im gleichen Maß nimmt die Entropie der Umgebung ab. Hier ein Beispiel. Zustand 1 zeigt halt das Gas, wenn es noch nicht expandiert ist und Zustand 2 halt, wenn es expandiert ist. Durch die Pfeile wird der Prozess angezeigt. Die Delta T ist gleich 0. Der blaue Pfeil zeigt einfach nur an, dass es halt reversibel ist. Also, dass der Zustand auch wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt werden kann. Und der Austausch der Wärme, hier grün, ist zwar beim Zustand 2 eingezeichnet, aber der Austausch findet während des Prozesses statt. Kommen wir nun zur Überprüfung von Antwort C. Ein ideales Gas wird reversibel adiabatisch expandiert. Das heißt, es ist reversibel. Adiabatisch bedeutet, es findet kein Wärmeaustausch statt. Das heißt, Delta Q durch T kann nicht positiv sein. Das wiederum bedeutet, dass die Entropie im System konstant bleibt und in der Umgebung auch. Und das, obwohl eine Volumenänderung stattfindet, weil die Entropie
eher darauf reagiert, ob ein Wärmeaustausch stattfindet oder nicht. Hier wiederum ein Beispiel. In Zustand 1 wird halt gezeigt, wie das Gas vor der Expansion ist und in Zustand 2 wie das expandierte Gas. Der blaue Pfeil zeigt wieder an, dass es ein reversibler Prozess ist und da Delta Q gleich 0 ist, wird auch kein Wärmeaustausch stattfinden. Nun kommen wir zur Prüfung von Antwort D. Eine Flüssigkeit verdunstet teilweise zu einem Gas. Hier ist es so, dass bei der Änderung der Phase Wärme vom System aufgenommen wird. Das bedeutet, die Entropie des Systems nimmt zu und die Entropie der Umgebung nimmt im gleichen Betrag ab. Hierzu wieder ein Beispiel. In Zustand 1 sieht man oben die Gasphase, die völlig leer ist, und unten die flüssige Phase, wo noch alle Teilchen vorhanden sind. Bei Zustand 2 ist es so, dass teilweise sich Teilchen in der Gasphase befinden und teilweise Teilchen in der flüssigen Phase. So, jetzt haben wir alle Möglichkeiten durchgegangen, kommen wir zur Zusammenfassung. Hier noch einmal die Frage, bei welchem dieser Prozesse nimmt die Entropie des Systems nicht zu? Da hatten wir bei Antwort A, zwei ideale Gase werden gemischt, festgestellt, dass das Volumen steigt und deswegen steigt auch die Entropie im System. Deswegen ist diese Antwort falsch. Bei Antwort B, ein ideales Gas wird reversibel isotherm expandiert, hatten wir festgestellt, dass trotzdem ein Wärmeaustausch stattfindet und die Entropie im System trotzdem steigt. Bei Antwortmöglichkeit C, ein ideales Gas wird reversibel adiabatisch expandiert, haben wir festgestellt, dass es zu keinem Wärmeaustausch kommt. Deswegen bleibt die Entropie des Systems konstant. Das bedeutet, dass diese Antwort richtig ist. Und zum Schluss, bei Antwortmöglichkeit D, eine Flüssigkeit verdunstet teilweise zu einem Gas, haben wir festgestellt, dass das System Wärme aufnimmt und deswegen steigt die Entropie. Deswegen ist auch diese Antwort falsch. So, jetzt haben wir festgestellt, dass halt nur eine Antwort richtig ist und das ist C. Ja, und das war es eigentlich auch schon von mir. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und jetzt kommen noch ein paar Quellen, wenn ihr euch nochmal genauer erkundigen wollt.